Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Schlüssel-Sheriff aus Nürnberg und ich zeige euch heute nochmal, wie man einen Sicherheitszylinder, so einen ganz normalen, stinknormalen Sicherheitszylinder, zum Beispiel vom Baumarkt, mit einem Elektro-Pick picken kann. Also hier ist der Zylinder eingespannt. Ich kann mal versuchen, das ein bisschen schärfer zu machen. Ja. So vielleicht. Und dann nehme ich jetzt so einen selber gemachten Spanner. Ja, das ist nur so ein umgebogenes Eisen, auch von einem Schloss raus gebastelt. Und dann stecke ich das hier rein. Also man kann sehen, der Zylinder ist noch nicht entriegelt, also lässt sich der Kern noch nicht drehen. Jetzt nehme ich hier den Elektro-Pick und stecke den hier rein. Warte mal, ich drehe mal den Schraubstock ein bisschen. So, kann man es ein bisschen besser sehen. Also den Spanner hier rein und dann vorsichtig mit etwas Druck beiderseits. So, okay, hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt ist er auf. Ne? Das war's. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.